So, wir sind bei der nächsten bzw. letzten Bootstätte, von der ich weiß. Hier in Horizon Forbidden West. Ich begrüße euch recht herzlich. Und die liegt unter Wasser. Die haben wir letztes Mal schon gesehen. Da haben wir einen Kampf gehabt gegen einen großen Gegner. Mit Schnappmäulern. Und da schwimmen auch ein paar rum. Vor denen müssen wir uns halt in Acht nehmen, weil wir können unter Wasser nicht kämpfen. Doof das, aber so ist es nun mal. Aber ich denke mal, wir bewegen uns hier einfach schnell von denen weg. Und dann wird das schon. Diese Schaufeln, sie erzeugen Strömungen im Wasser. So, erstmal raus hier. Jetzt. So eine Alternative. Was machst du denn jetzt? Da kommt Licht raus, aber das ist ein Schild, da komme ich nicht durch. Was ist jetzt der Alternativplan? Zerbrochene Scheibe? Sind hier eine zerbrochene Scheibe? Die Kiste ins Wasser ballern, oder was? Ach, da hoch. Ah ja. Kann ich die nicht überbrücken? So ein Spaß. Das macht definitiv Spaß. Maschinen schön eine reinzujagen.
So, jetzt komme ich hier auf die Seite, in der ich rüberfliege. Ja, passt. Wenigstens bricht das Teil nicht ab. Sesam, öffne dich. Was ist das denn? Ah, das ist so ein Nessie. Spielzeitstreckung. Ob ich da hin muss, wo die rauskamen, hier. Nee, nur eine Kiste. Ein Schnappmaul. Und das sinkt zu Boden. Das gibt's nicht. Aber physikalisch ist es ja in Ordnung. Weil es ist ja schwer, sinkt zu Boden. Ja, wie soll ich denn da rüberkommen? Ah. Perfekt. Okay. Hat sich meine Frage auch erledigt. Was ist ein Tor denn? Ich habe kein Tor gesehen. Da drüben ist ein Knoten. Da kann ich ihn von hier nicht überbrücken. Okay, jetzt bin ich an dieser... Von hier nicht zum Kern. Ich muss nee. Runter und auf einen anderen Weg dorthin hoffen. Der gesamte Ort scheint eine Art Bombe zu sein. Aber eine Bombe wofür? I don't fucking know.
Das dürfte klappen. Definitiv. Warum nicht immer so? Meine liebste Einblendung. Sie ist gelb und sagt keine Munition. Da kommen wir durch. Hier ist nichts. Das heißt, ich muss das hier überbrücken. Wasserspiegel steigen lassen. Ah ja. Das ist mir auch die Funktion der Pumpe. Wo soll ich jetzt hin? Ein Geländer. Da kann ich wahrscheinlich nicht rein. Welches Geländer denn? Da oben oder was? Die Küste hier sieht doch gut aus. So, damit ich da hochkomme. Hier gibt es aber eine Strömung. Warum werde ich halt auch direkt unter Wasser gepult? Das ist halt was, was ich auch nicht verstehe. Warum kann sie sich dann nicht festhalten? Kiste ohne Nutzen. Beziehungsweise ich weiß halt den Nutzen nicht. Da war nämlich nichts drin. Was fange ich jetzt mit dieser Kiste denn an? So ist die gut. Da habe ich halt eine Kiste. Toll. Damit sollte es gehen. Aber womit denn? Was muss ich tun? Kunde den Pumpenraum. Ja, ja, gut. Habe ich ihn erkundet. Da hoch. Gut. So passt das. Jetzt sollte ich hochklettern können.
Wetter, ne? Finally over. Ja, Wasserspiegel muss anscheinend noch höher. Vielleicht kann ich jetzt den Tunnel erreichen. Sieht aus, als kann ich noch nicht zu dem Tunnel klettern. Vielleicht komme ich mit irgendwas zu diesem Geländer an der Wand. Mit irgendwas? Mit was denn? Und was ist mit der Kiste? Müsst ihr die nicht auftreiben? Also das ist irgendwie zu hoch. Der Tunnel scheint hier rauszuführen. Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Ach doch, die Kiste ist noch da. Die ist hier. Wie kriege ich die denn hier raus? So bekomme ich dieses Ding nicht raus. Ich muss es irgendwie anders zum Geländer bewegen. Können wir das Ding irgendwie mit unter Wasser drücken? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. So nah dran. Ich muss nur die Kiste zum Geländer an der Wand bringen, dann kann ich raus. Ich habe keine Ahnung, wie ich die Kiste hier rauskriege. Vielleicht kann ich zum Tunnel klettern, wenn ich sie unter das Geländer stelle. Da ist ein Sog. Oh, was ein Murks. Es ist unfassbar. Damit kann ich den Wasserstand senken. Das könnte mein Küstenproblem lösen. Anstrengend. Gut, aber jetzt... Ist das so oder muss ich die Kiste noch weiter schieben? Ich kann die Kiste im Wasser auch gar nicht bewegen, ne? Das ist alles so wunderbar. Massive Einschränkungen in Videospielen.
Ist das nicht jetzt hier? Hierhin muss das Ding. Ja, aber jetzt müssen wir den Wasserstand auch wieder anheben. Also so viel Backtracking habe ich in Horizon bisher noch gar nicht erlebt. Bringe die Kiste da ein, senke den Wasserspiegel. Das ist ja fast schon wie in Zelda Ocarina of Time. Mit dem ständigen Wasserspiegel hin und her switchen. Okay, das dürfte jetzt hoffentlich passen, oder? Das sieht gut aus. Endlich. Stufe 46 erreicht. Verstärkung wo? Er hier. Verdammt. Zurück zum Kern. So. Bevor wir zum Kern gehen, sammeln wir natürlich noch alles ein. Panzerwanderer und Gedöns. Zip. So. So, und damit komme ich da hoch. Dieses Ding fährt noch mit. Sehr gut. Von hier aus kann ich hochklettern. Hab mich nicht von hier?
glaub schon. Okay, dann ist es wahrscheinlich echt nur dafür gedacht zum Hochklettern. Von hier kann ich bestimmt auf die Metallwagen springen. Hm. Na dann. Spamme die X-Taste. Jetzt. Schöner Schlag von oben. Da leuchtet es doch lila. Yeah. Okay, es geht nur hier lang. Zum Pumpenraum zurück. Derweil muss ich mich von ihm verprügeln lassen. Bin ich halt nicht so nett. Ziemlich Action geladen, aber unter Wasser, wie gesagt, können wir halt nicht viel machen. Aber ich denke, das dürfte reichen, oder? Was? Kann doch jetzt echt nicht wahr sein. Hat die sich da festgeglitscht? Oder festgebuggt? Ja, wie gesagt, das Spiel ist nicht ganz frei von Fehlern. Es kommen irgendwie wieder Patches, die Sachen verbessern, aber im Großen und Ganzen manchmal etwas hakelig. Zum Glück hat das Spiel faire Autosaves, sodass ich nicht echt immens viel nachspielen muss. Jetzt spielen wir nach meinen Regeln. Ich hoffe mal, dass es keinen Game-Breaking-Bug bisher gibt. Ich bin froh, dass es bisher keinen Game-Breaking-Bug gibt. Eis und was? Eis und Elektro.
anstrengend. So. Bam! So. Wir sind definitiv hier fertig. Haben wir wieder eine große Maschine erlegt. R2! Alle keine überbrückt. Also, das bedeutet alle Brutstätten. Nice. Dann mal raus hier. Müssen wir wieder durchschwimmen. Diese Brutstätte pumpt Wasser rein und raus, um die Wassermaschinen zu... Sehr schlau. So. Und durch die Tür dürfte ich dann wieder rauskommen. Oder? Unten durch. So wie ich auch schon reingekommen bin. Ist da eine Höhle? Nein, aber da ist noch Grünglanz. Bam. Auf geht's an den Strand. So. Da ist sogar noch ein Flugschreiber aufgetaucht. Den vorher. Guck mal hier. Ach, hier. Achso. Das sind Sachen, die ich zwischendurch geskippt habe, weil ich hier durchgerusht bin mit einer Reitmaschine, so wie es aussieht. Und das ist noch eine neue Quest. Da vorne. Dann können wir uns die noch zum Ende der Folge dann abholen. So, 5 bis 10 Minuten machen wir ja noch. Möge deine Klinge strahlen. Jawohl, tut sie. Felswacht. Was ist denn hier noch? Ja. Tränke, ein Tränkemann. Ja, Koch. So, wer hat denn noch was? Er. Klar doch. Ich bin Nikota. Du bist Ayla, richtig? Die auf den Flügeln der Zehen flog.
Ich dachte, du könntest mir helfen. Und dem Dorf. Im Wald im Westen fanden unsere Leute immer Zuflucht vor Panzerwanderern und Kletterkiefern. Doch jetzt lauern diese Mördermaschinen hier. Auf jeden Fall Krallenschreiter. Und ich habe Gerüchte über Schlimmeres gehört. Früher hätte ich Marshall Chikata um Hilfe gebeten. Doch er wurde fahrlicht getötet. Jetzt bin ich alleine und es gibt nicht mehr genug erfahrene Soldaten. Was denkst du? Hast du Lust auf eine Jagd? Ich bin dabei. Komisch. Chikata sagte dieselben Worte auf dieselbe Art. Ein gutes Omen, denke ich. Triff mich am Rande des Waldes, im Westen. Wir werden jagen. Ich freue mich auf die Gesellschaft. Klingt nach einem Job für mich. Eine denkwürdige Jagd. Ich habe jetzt nämlich gesehen, wir haben hier noch voll viel Aufträge über. Es füllt auf jeden Fall auch eine gute Zeit. Für manche sind wir sogar overleveled. Hardcore overleveled. Wir sind Level 46. Weil ihr seht es ja nicht, weil meine Fratze ja davor ist. Singularität. So, das entnehme ich mal, denn wir werden jetzt höchstwahrscheinlich dann nochmal als nächstes so Rebellengedöns machen, vor allem hier diese Rebellenlager. Sie ist zwar auf unserer Seite, Regala, aber die Dinger können wir ja trotzdem noch machen, einfach weil sie zur Spielwelt gehören. Und es gibt dann noch diese Reliktruinen, wo wir die Items einsammeln müssen. Das sind so Sachen, die mache ich dann aber offscreen, würde ich sagen, weil es ist, wie gesagt, jetzt nichts Besonderes und jetzt auch nicht so interessant. Es war viel Rumkletterei, viel Sucherei nach irgendwelchen, nennen sie es, Hinweisen und so, ne? Also, finde ich jetzt nicht so wirklich spannend. So, Erfahrungspunkte geben wir noch aus und dann sind wir für heute auch fertig. So. Abprallbombe. So, alle kleinen Punkte habe ich bisher fertiggestellt. Aber jetzt fehlen halt noch die Fähigkeiten und Skills. So, Fähigkeiten, das hier zum Beispiel. Nahkampfzünder. Das braucht 5. Okay, bis auf die Ulti-Fähigkeit ist ja alles gelevelt. Können wir noch das hier nehmen. Und für mehr haben wir leider nicht genügend Punkte, weil das meiste braucht jetzt 4 oder 5. Aber ja, wir nähern uns langsam der Vollendständigung unserer Fertigkeiten hier. Ich habe noch was Neues an Rohstoffen. Bitzel Stachelschnauzen her. Hier gibt es noch bestimmt noch eine Werkbank. Jawohl, da würde ich nochmal kurz hingehen. Ich werde nochmal kurz was untersuchen. Vorrat kann auch nicht schaden. So. Fremde. Waffen-Upgrades. Der Himmelsschlag Bolzenschießer. Der Bolzenschießer, warum? Ach, Grünglanzansammlung. Brauche ich das nicht noch für eine andere Waffe? Grünglanzplatte brauche ich. Na, okay. Hierfür? Behemoth-Kraftlader. Rollrücken und so weiter und so fort. Blängelzahn, Erdmalzahn. Kletterkiefer, Schweif, Staubwedel und Steinbrecher, Grabklaue. Dafür brauche ich alles vom Rollrücken. England. Okay. Ja, warum denn nicht? Verbessern wir das mal auf die nächste Stufe. Betäubt Gegnerschaden. Mhm. Jetzt brauchen wir auch Grünglanzplatte. Da es die Dinger wahrscheinlich nicht irgendwie wie Sand am Meer gibt. Outfit-Upgrades gibt es ja auch noch. Achso, weil ich ja neue Rüstung gekriegt habe, ne? Ja, okay. Boah, weiß nicht, ob sich das lohnt, hier abzugraden. Was brauche ich denn hier noch? Sonnenflügel, Schildwerfer, ein Stück. Ja, den kann ich mir besorgen. Das ist nicht so das Problem. Wobei, lohnt sich das, wenn ich später noch eine andere Rüstung möchte? Aber wobei, guck mal, Nahkampf, Widerstände gehen nach oben. Behemoth-Kraftlader. Behemoth-Zirkulator.
der höchsten Stufe Mutstoßmeisterin, kritischer Schlag plus, robuste Fallenstellerin und stiller Schlagstärkung. Schalte dann frei noch Tarnabriss plus. Ja, lohnt sich schon, die abzugraden, definitiv. Aufgabe erstellen. Na komm, machen wir mal. So, aber wir sind jetzt hier erstmal am Ende angelangt, dieser Folge. Und in der nächsten Folge, wir haben jetzt alle Brutstätten und ich werde jetzt dann höchstwahrscheinlich jetzt offscreen noch ein bisschen weiter daddeln. Jetzt noch ein paar Sachen besorgen, wie gesagt, für unsere Rüstung. Ich gucke mal, ob ich vielleicht alles sogar finde, möglicherweise vielleicht auch nicht. Mal sehen, wie zeitaufwendig das Ganze sein wird. Und dann noch für die Waffen vielleicht auch noch, die auf maximal zu upgraden, bevor wir dann uns in die finalen Kämpfe wagen, weil bald geht's richtig um die Wurst und da will ich nicht irgendwie underleveled sein, beziehungsweise mit so richtig schlechter Ausrüstung hier ankommen. Deswegen geht es auch darum, nochmal unsere Ausrüstung maximal zu upgraden und zu gucken, wo holen wir das Beste aus unserer Ausrüstung raus. Deswegen vielen Dank fürs Zusehen an dieser Stelle und bis zum nächsten Mal bei Horizon Forbidden West. Macht's gut.